Zukunftsplan heißt Maßnahmen zur Entwicklung des Museums. Wir wollen ja in das Museum des 21. Jahrhunderts kommen und wir müssen irgendwie ein bisschen auch verstehen, dass der Inhalt nur dann stattfinden kann, wenn die bauliche Substanz entsprechend aufbereitet wird. Der Bau ist ja schon voll im Laufen. Und ganz wichtig, wir sind im Plan. Hast du dich schon mal gefragt, woher wir kommen und wohin das Leben sich entwickelt? Das Museum für Naturkunde Berlin hat die Antworten. Wir erfinden uns neu und gehen mit dir in die Zukunft. Werde Teil unserer Museumsevolution. Herzlich willkommen im Museum für Naturkunde Berlin. Mein Name ist Stefan Juncker, ich bin hier der Geschäftsführer. Und heute würde ich Sie gerne hinter die Kulissen mitnehmen, nämlich auf unsere Baustelle. Mein Name ist Selina Schulze und ich leite das Baumanagement. Mein Name ist Wolfgang Peters, ich bin Architekt und leite den dritten Bauabschnitt. Mit dem ersten, zweiten und dritten Bauabschnitt haben wir ja quasi erst ein Drittel der Liegenschaft hier saniert und instand gesetzt. Mit dem Zukunftsplan können wir endlich gesamtheitlich planen und die restlichen zwei Drittel hier auf der Liegenschaft sanieren und außerdem in Adlershof unser Forschungssammlungsgebäude erstellen. Die Baumaßnahme hat im letzten Jahr tatsächlich aktiv begonnen. Und in der Baumaßnahme werden wir den westlichen Teil des Hauptgebäudes in die Sanierung bringen und auch öffentlich zugänglich machen. Das heißt, wir öffnen alle großen Ausstellungs- und Sammlungssäle bis in das zweite Obergeschoss. Und wir haben noch einen ganzen Flügel dafür vorgesehen, dass wir in diesen Räumlichkeiten Museumspädagogik und Museumsprogramme für Schüler und Interessierte anbieten können. Aber jetzt nehme ich Sie zuerst mal mit auf die Baustelle. Was wir im Moment mit dem dritten Bauabschnitt vorhaben und was wir bauen, hier rechts vorne, das ist die ehemalige Direktorenvilla. Dann kommen wir zum Westflügel und dann haben wir den Mittelbau West. Diese drei Gebäudeteile, die den Hof 1, in dem wir uns befinden, umschließen, sind unser momentanes Bauvorhaben, sogenannte dritte Bauabschnitt. Ja, wir stehen jetzt hier vor der Direktorenvilla, errichtet tatsächlich für einen der ersten Direktoren des Museums für Naturkunde. Was wollen wir denn da drin dann? Wir werden von innen sehen, dass die Nutzung mit einer Direktorenvilla gar nichts mehr zu tun hat, auch in den letzten 100 Jahren nicht. Wir werden im Wesentlichen Büros unterbringen. Wir werden hier an dieser Stelle vorne einen sehr interessanten Seminarraum bilden, der einen Zugang nach draußen hat, in die Natur. Das ist tatsächlich unser Zaubergarten. Hier haben bis vor kurzem noch Vermittlungs- und Pädagogikprogramme stattgefunden. Und unsere Idee ist tatsächlich, dass wir nicht nur diesen Bereich, der schon so schön grün ist, dafür vorsehen, um Bildung, Vermittlung, Rekreation zu ermöglichen, sondern auch den Bereich, den wir hier drüben sehen. Wir werden diese beiden Gebäude abreißen, dann den Hof in toto öffnen. Und hier sieht man ganz gut unsere Treppe, die auch zu dem neuen Portal führt, welche wir auch öffentlich zugänglich machen wollen. Hier ist die Idee, dass diese Pädagogikprogramme auch für Wissenschaftler angeboten werden sollen, in dem Sinne, dass wir in diesem Sanierungsbereich Räume haben, die für Recherche dienen. Wir werden eine sogenannte Mediothek einrichten in der ehemaligen Bibliothek. Das gehört zu dem Konzept des Museums, dass wir uns öffnen, das heißt auch baulich öffnen. Dass wir jetzt nicht nur den Haupteingang für die Besuchenden öffnen, sondern auch das vielleicht mehr versteckte Portal West hier. Genau, und das Thema Barrierefreiheit wird sich dann hier fortführen. In diesem kleinen Treppenauge haben wir geplant, dass wir eine kleine Hebebühne anbieten. Und mit dieser Hebebühne können behinderte Menschen oder auch Menschen mit Kinderwegen hoch oder auch runterfahren. Und dann sind sie auf der Ausstellungsebene oder eben im Kellergeschoss. Das historische Treppenhaus mit seinen wunderschönen Trallien wollen wir komplett erhalten. Aber nach heutigen Nutzungsbedingungen können wir das so nicht belassen. Und deshalb werden ganz schlanke Stäbe hier zwischengesetzt, um auch Kindern nicht die Gelegenheit zu geben, hier durchzukrabbeln und dann eventuell runterzufallen.
Und die zweite Sache ist eben der Höhenabstand des Handlaufes. Heute muss der höher sein. Und deshalb werden wir einen zweiten Lauf innen reinsetzen, aus PVC-Glas, sodass das alte voll sichtbar ist, aber die Sicherheit gewährleistet ist, dass auch niemand aus den höheren Etagen abstürzen kann. Wir sind hier im Erdgeschoss, unmittelbar hinter dem Ausstellungsbereich. Was wird denn hier jetzt künftig passieren? Genau, wir hatten hier in der Historie schon einen Lehrsaal und in Zukunft soll das auch wieder ein Lehrsaal werden, der sowohl für Forschungslehrzwecke dienen soll, aber auch im Sinne von öffentlichem Pädagogik- oder Bildungsprogramm. Das heißt, wir haben jetzt schon angefangen, hier Wände abzureißen und diese Öffnung zur Ausstellung tatsächlich schon baulich herzustellen. Und zukünftig werden wir lediglich hinter diesen Säulen eine Glaswand installieren und diese Glaswand ist ausgestattet mit sogenannten Smart Glass. Das ermöglicht, je nachdem, was für eine Veranstaltung dort drin stattfindet, dieses Smart Glass auch transluzent zu schalten und damit auch ein bisschen Privatsphäre zu schaffen. Was uns sehr wichtig ist an diesem Bauvorhaben, dass wir möglichst viel von historischer Bausubstanz erhalten. Wir haben hier ein altes Kastendoppelfenster. Über 100 Jahre alt, aus sehr gutem abgetrocknetem Material, natürlich der Zeit geschuldet defekt. Wir schaffen es in eine Werkstatt, mehrere Tischlereien sind daran beteiligt und dann wird es genau so wieder aufgearbeitet mit all den Profilen, die Sie hier sehen, um am Ende zu zeigen, dass man mit der alten Bausubstanz sorgfältig umgeht. Wir sind jetzt hier im Keller des Museums, also tief in den Eingeweiden. Hier sollen ja künftig auch Sammlungen untergebracht werden. Aber was passiert jetzt hier genau im Moment, Herr Peters? Das können wir sehr gut an dieser Stelle sehen. Das Untergeschoss war bisher immer belegt unter der Decke von allen Installationen. Dadurch haben wir Raumhöhe verloren. Jetzt werden wir alles, die Lüftung, Elektroleitung, Sanitär und Heizung, nach unten in Betonkanäle verlegen. Und dann haben wir die gesamte Höhe des Untergeschosses, was wir für unsere Sammlungen brauchen. Und das wissen Sie besser als ich. Wir sind beengt, wir brauchen viel Platz. Und das können wir hier unten im Untergeschoss jetzt leisten und unterbringen. Hier diese beiden Leitungen, die Sie hier sehen, das ist unsere Fernwärme, mit der wir das ganze Gebäude beheizen. Und die Fernwärme ist bereits verlegt in diesen Bodenkanal. Frau Schulz, wir stehen jetzt hier in einem Bereich, der fast kathedralenhaft wirkt, weil alles rausgenommen wurde. Was passiert denn jetzt hier? Genau, wir sind jetzt hier nebenan von dem Bereich, wo ich vorhin schon erklärt habe, dass wir einen barrierefreien Eingang hier an der Seite herstellen wollen. Und dieser Schacht wird insofern genutzt, dass wir hier einen Aufzug installieren, damit man auch vertikal barrierefrei nach oben und unten kommt. Und dahinter wird sich noch ein kleiner WC-Kern auch mit barrierefreien WCs verstecken. Hier haben wir eine ganz interessante Situation, so ein zweigeteiltes Fenster. Was hat es damit auf sich? Wir hatten in den 50er, 60er Jahren hier eine Professorenberufung von der Humboldt-Uni und dafür wurde dieses erste Obergeschoss tatsächlich in zwei Geschosse unterteilt. Das heißt, man hat diese 6 Meter hohen Räume in zwei Etagen untergliedert. Und auch das bringen wir im dritten Bauabschnitt wieder zurück. Das heißt, wir haben diese Zwischenebene, sieht man ganz gut, abgerissen und bringen auch die Fassade wieder in ihr historisches Vorbild, sodass die Fenster wieder die ursprüngliche Höhe von diesen 6 Metern erhalten. Bei der Fassade wird man ja richtig detailverliebt. Warum sind denn hier auch an den einzelnen Stellen, das sieht so unausgebessert aus? Noch ist es unausgebessert, aber hier können wir sehr schön sehen, in welcher Form wir sanieren wollen. Die Kriegsschäden dürfen durchaus sichtbar sein, aber wir müssen bauphysikalisch vorgehen. Hier haben wir eine Öffnung, die in die Kammer des Steines reingeht. Da würde sich Nässe und Feuchtigkeit bilden
und das würde den Stein zersprengen. Das werden wir also ausbessern. An anderer Stelle, zum Beispiel hier, haben wir einen so leichten Beschuss, den belassen wir, den wollen wir nicht verstecken, den zeigen wir weiterhin. Hier sieht man eine Wand, die seit 1945 so unbelassen hier im Museum zu sehen ist. Was machen wir damit, Frau Schulze? Genau, das ist jetzt keine Wand, wo wir schon fleißig den Putz abgeschlagen haben, sondern das ist wirklich ein historisches Zeugnis des Zweiten Weltkriegs. Man sieht ganz gut die Unebenheiten und tatsächlich ist das zum Teil auch nicht mehr tragfähig, dieses Mauerwerk. Und das wird ausgeglichen mit einem Unterputz und dann werden wir hier, wie in den anderen Sälen auch, einen Lehmputz verbauen und in diesem Lehmputz diese Heiz- und Kühlschleifen verstecken, die wir mit unserer Geothermie verbinden. Hier in den Ausstellungssälen werden Stuckrestaurierungsarbeiten durchgeführt. Wir haben hier eine Bestandsdecke mit Mittelfeldern, die teilweise nicht mehr tragfähig sind. Man muss immerhin wissen, dass die 120 Jahre hier gehalten haben. Die werden wir auswechseln in gleicher Form und Technik, nämlich aus Gips. Des Weiteren haben wir hier sehr viele und sehr schöne Stuckleisten. Die haben wir hier vor Ort abgeformt und die neuen Teile werden dort, wo sie fehlen, eingesetzt. Interessant ist auch, dass die Teile, die wir belassen, die müssen wir reinigen. Reinigen heißt hier, bis zu 5 Farbschichten sind da aufgetragen im Laufe der Jahrzehnte und die müssen wir runternehmen und wenn wir die runtergenommen haben, dann kommt erst die eigentliche Stuckatur, die Perforierung wieder hervor und das wollen wir natürlich wieder zeigen, wie im Ursprung. Wir haben hier in diesem Saal eine Sanierung des Terrazzos vorzunehmen. Hier haben sich in den Jahrzehnten, immerhin auch vor 120 Jahren hergestellt, Risse gebildet. Und diese Risse gilt es jetzt zu sanieren. Dazu werden die vorhandenen Risse erst ausgeweitet auf eine Breite von ca. 10 bis 20 mm. Dann werden die Flanken dieser Risse in Kunststoffmörtel ausgegossen. Das machen wir, damit wir sicher sind, dass der neue Riss sich nicht bewegt. Wenn er Bewegung kriegt, wird er wieder reißen. Und dann beginnt die Sanierung des Risses damit, dass zunächst mal die eingefärbte Grundsubstanz des Betons, sprich des Zementes, aufgetragen wird. Und ähnlich wie der vorhandene Terrazzo gebildet wurde, werden jetzt die Zuschlagstoffe, also die kleinen Marmorsplitter, eingelegt. Aber wir müssen natürlich darauf achten, dass sie in der gleichen Anzahl, in der Menge, in dem Verhältnis eingesetzt werden. Und die Frau Christ, die das hier ausführt, sie beginnt mit Schwarz. Da wird sie nicht so viele einsetzen. Danach wird sie Grau nehmen, sie wird Rot nehmen, wird Gelb nehmen. Sie wird Grau in verschiedenen Tönungen nehmen. Auch das ist ganz wichtig und erkennbar. Denn wir wollen ja nach der Risssanierung diesen Riss so gut wie nicht mehr sehen. Wir haben ja hier eine Technik, die angewendet wird, wie vor 120 Jahren circa dieser Terrazzo hergestellt worden ist, nämlich in Zementtechnik. Und damit wir den richtigen Ton von dem Zement finden, haben wir Farbanalysen machen lassen und diese einzelnen Pigmentierungen, die Sie hier gesehen haben, die ergeben dann den Grundton des Zementes. Hier sehen wir, beziehungsweise ich hoffe, dass Sie es nicht sehen, einen fertig sanierten Riss. In diesem Fortlauf, man muss schon sehr genau hinschauen und sehr nah rangehen, um es zu erkennen. Das ist eine wunderbare Arbeit, so wie wir sie wünschen.
Und die können wir auch in allen anderen Teilen jetzt so durchführen. Jetzt sind wir hier auf dem Dach. Was wird denn hier künftig passieren? Genau, historisch gesehen war das tatsächlich sowas wie ein Fotoatelier mit ganz vielen Dachflächenfenstern. Und wir können sehen, dass wir jetzt die Dachdeckung und alles runtergenommen haben, aber die historische Konstruktion bleibt drauf und wird entsprechend energetisch saniert und ertüchtigt. Und künftig werden hier Büros untergebracht. Und hinter uns sehen wir im Moment eine Außenwand. Und dahinter war ursprünglich eine Art Dachterrasse. Und wir werden aber künftig diese Dachterrasse nach dieser historischen Kubatur überbauen und daraus auch ein Großraumbüro machen. Und diese Außenwand wird dann zur Innenwand, sodass wir auch ein paar Nutzflächen wieder unterbringen. Wir haben ja gesagt, im ersten OG haben wir diese Zwischenebene abgebrochen. Wir verlieren dadurch natürlich mehrere Arbeitsplätze und wir kompensieren diese zum Teil eben durch diese Terrassenüberdachung. Alles, was wir hier machen baulich, folgt vier Leitgedanken. Zunächst mal ganz wichtig, das ist ein historisches Gebäude, das denkmalgerecht saniert und erweitert werden muss. Gleichzeitig müssen wir aber auch die Prinzipien der Nachhaltigkeit beachten und energieeffizient sein. Und schließlich, nicht zu vergessen, wir sind ein Museum mit 700.000 bis 800.000 Besuchenden. Wir müssen barrierefrei bauen. Ja, und welche Herausforderungen wir noch zu bestehen haben, welche Fortschritte wir auch erzielen, das können Sie weiter verfolgen auf unseren sozialen Medien.